herzlich willkommen zum Eintracht Podcast. Ich freue mich, wir sind heute ein leicht verändertes Setting. Ja, statt Alex und René sitzen an meiner Seite der wunderbare Basti. Hi, schön, dass du da bist. Na gute und Grüße. Und wir haben uns einen speziellen Gast geholt, denn ihr wolltet, dass wir über die Mitgliederversammlung sprechen. Und wir wollten endlich mal wieder ein paar Experten im Team haben. Und dann haben wir gedacht, holen wir Stefan Reich dazu. Pun intended. Experte, gibt es noch einen anderen Stefan Reich oder was? Ja, das weiß ich nicht, kommt ja die dunkle Seite. Der Stefan Reich kommt dann vielleicht irgendwann raus. Ich werde dich auf jeden Fall nachher mal fragen, welches Tor denn Marco Gebhardt mal geschossen hat. Kenne ich nicht, sag mir gar nichts. Naja. Pun intended. Genau, darüber werden wir vielleicht nachher sprechen, aber jetzt würde ich sagen, sprechen wir erstmal, was am Wochenende bzw. am Samstag genau passiert ist, denn die Frankfurter Eintracht fährt in der Rückrunde den zweiten Sieg in Folge ein. Ziemlich geile Nummer. Ich habe es fast gar nicht geglaubt, ich bin mit null Erwartungen in dieses Stadion am Samstag gegangen und was ich da gesehen habe, gerade in der zweiten Halbzeit, aber auch in der ersten Halbzeit, muss ich sagen, dahingehend von den Defensivbemühungen, das war gar nicht schlecht, oder Stefan? Also ich habe auch gar nichts erwartet. Ich bin auch nur hingegangen, weil ich arbeiten musste. Ich würde gegen Leipzig sonst eigentlich nicht hingehen, weil das macht mir einfach wütend alles. Also bin hingegangen in der eigentlich Gewissheit, dass es 0-3 wird, wenn es okay läuft tatsächlich. Also Leipzig hat ja in den 9 Spielen davor irgendwie jeweils 3-mal getroffen. Die schießen ja alles weg. Das ist richtig krass. Dann ja, mit ein bisschen Glück durch die erste Halbzeit, das muss man auch sagen. Zweite Halbzeit, muss ich sagen, war ich extrem überrascht. Also wirklich sehr geschlossen aufgetreten, leidenschaftlich gespielt. Nach vorne natürlich jetzt nicht so das absolute Oberfeuerwerk, so, aber das willst du erwarten. Ich bin selig aus dem Stadion raus wieder. Ja, Basti, du hättest es auch nicht gedacht, ne? Nee, aber ich bin überrascht, dass sie die erste Halbzeit so auf unter den Tisch fallen lassen, weil dieses angesprochene 3-0, was du befürchtet hast, das hat sich ja eigentlich angedeutet. Das lag an der Luft. Also das lag nicht an uns, dass das nicht so war, sondern das war dieser berühmte vorletzte Pass, den Leipzig da nicht gespielt hat. Ja. Also in Kunku gerade. Der hat Chandler und Touré vor einige Probleme gestellt und hätte der den einen oder anderen Pass klüger gespielt oder die eine oder andere Situation besser aufgelöst, hätte die Eintracht zur Halbzeit 2-3-0 zurückgelegen. Also das ist nicht übertrieben gesagt. Nee, das ist ganz klar. Man muss aber auch sagen, ich meine, was mir schon von Anfang an gut gefallen hat, und da sehe ich halt die Veränderung, gerade im Vergleich zur Hinrunde, ist, dass sie trotzdem anders auftreten. Ne? Es ist ganz klar so, in der ersten Halbzeit, das sind so Nuancen, die dieses ganze Spiel verändern. Auf der einen Seite ist Leipzig... Ich glaube, die haben sich auch nicht so richtig wohlgefühlt, hatte ich das Gefühl. Ja, also wir standen dann ganz gut auf den Füßen und dann versemmelt die Chance um Chance und wir sind eigentlich gut da drin, zumindest mit dem Kampf in dieses Spiel zu finden. Und das ist das, was mir in der Rückserie, in der Hinserie in den letzten Spielen komplett gefehlt hat. Ich fand, da war schon ein Unterschied. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Machen die es 2-0, reden wir hier über ein 3-0 für Leipzig. Ja, man muss es auch richtig einordnen, weil wenn das, wie Stefan es gesagt hat, wenn das dann auch 2-3-0 steht, dann ist das trotzdem noch kein Hinweis darauf, dass die Eintracht irgendwie, keine Ahnung, dass die Mentalität scheiße ist, sondern das ist halt Leipzig. Ja. Die haben in Dortmund dann in der zweiten Halbzeit haben die aufgeholt, haben 3 Tore geschossen. Also das finde ich auch. Diese Erwartung, du hättest ja auch keine Erwartung haben dürfen. Deswegen war für mich die erste Halbzeit auch nicht schlimm. Im Endeffekt war ich so, boah, geil, so. Du hast irgendwie das Gefühl, du hast irgendwie so einen kleinen Loophole entdeckt. So ja. Sag's keinem. Wer weiß, wenn wir jetzt ein bisschen Glück haben, kann es der Weg in die andere Galaxie. Genau, also sag's keinem. Hier ist irgendwie gerade, keine Ahnung, weiß ich nicht, der Bankautomat, der will gerade keine PIN-Nummern wissen. Und das wäre mein Wunsch. Ja. Und dann hast du halt die Möglichkeit zu sagen, okay, wer weiß, was in der zweiten Halbzeit passiert. Und das ist ja dann auch passiert. Ja, aber ich finde das tatsächlich fast ein bisschen wichtiger noch, als das Ergebnis war, die Art und Weise, wie da gespielt wurde in der zweiten Halbzeit. Ja. Da hast du genau das Gefühl, jeder einzelne Zweikampf, selbst wenn du den Ball nicht kriegst, auf jeden Fall tut es dem Gegenspieler weh, so, ne? Also zumindest irgendwie ein blauer Fleck bleibt. Und das ist genau die Spielweise, die du als Eintracht Frankfurt in den letzten Jahren ja wirklich erfolgreich durchgezogen hast. Ich erinnere mich da echt an ein Spiel auch gegen RB Leipzig. Das war dieses Montagsspiel mit den Tennisballprozessen. Mega geiles Ding auch. Ja, das war mit das geilste Spiel in den letzten Jahren, weil du das Gefühl hattest von Anfang an, jeder einzelne Zweikampf tut denen richtig, richtig, richtig weh. So, genau so musst du gegen so Truppen spielen, genauso musst du als Eintracht Frankfurt insgesamt spielen. So, und dann kommen auch die Ergebnisse. Das ist genau dieses Ding, du kannst es vergleichen mit so einem echt aggressiven Feuer, aber die komplette Feuerwehr ist an jeder Stelle, wo es auch nur dabei ist, auszubrechen, bist du dann da, zack, zack, zack. Also du hast dieses Leipzig, weil du hast ja gesehen teilweise, was für eine Kraft die hätten entfalten können. Ja, definitiv. Die hatten nicht den besten Tag trotzdem. Wenn die den Ball haben, da ist jeder einzelne Spieler in der Mannschaft
ist technisch besser als der beste Spieler von uns. So. Selbst die Einwechselspieler, meine Güte. Ja, was sie da noch gebracht haben. Ja. Tatsächlich, wenn du, einfach mal Forsberg reingeworfen. Wenn du auch in der Abwehr, und da muss ich tatsächlich meine Kritik von Fußball 2000 noch ein bisschen zurückziehen, weil es kam viel in den Kommentaren auch, wenn du überlegst, gegen wen Dost zum Beispiel, den ich eigentlich nicht so gut sah, gegen wen der auch gespielt hat. Ja. Also du hast einfach Upamecano, der wird irgendwann selbst für Leipzig zu groß sein. Also der ist wird, jetzt schon. Der ist wahrscheinlich jetzt schon, das wird wahrscheinlich einer der Top 5 Innenverteidiger in Europa werden. Ja, das darf man nicht vernachlässigen, hast du vollkommen. Weil alle Offensivpower, die Leipzig hat, wie du schon gesagt hast, als sie gewechselt haben, die hatten ja schon 2 Stürmer auf dem Platz. Ja. Oh, dritte Stürmer, der vierte Stürmer, irgendwann kam der 5. Stürmer. Und ich habe gesagt, entweder kontern wir jetzt und oder die drehen das Ding. Auch deswegen ist es so geil, dass die anderen das gewonnen haben, weil das ist einfach so asozial in Leipzig. Ich will mich jetzt gar nicht irgendwie über RB auslassen, so, aber das ist einfach asozial, dass du einen Verein hast, der einfach so ein Lookman und so ein Forsberg und so weiter, die werden einfach reingeworfen. Ja. Auch Lookman, der soll ja eventuell sogar noch gehen, weil sie sind nicht zufrieden. Ja. Haben sie im Sommer geholt für 20 Millionen, weißt du? Und dann funktioniert es nicht, dann ja, egal, dann holen wir einen Dani Olmo für 30, so drauf geschissen. Das ist einfach asozial. Das ist so die schwer zu ertragen. Absolut, deswegen macht mich das auch so wütend, weil das unglaublich ungerecht ist. So. Und deswegen ist es noch geiler, dass du die weghauen. Ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich dieses Extra-Gefühl, was du noch hast. Ja, ich muss auch sagen, das hast du aber trotzdem auch im Stadion gemerkt. Ich fand, dass die Fans auch wieder da waren. So. Die sind jetzt auch, wir sind alle wieder zurück aus der Winterpause. Und dafür war Leipzig ganz gut, dass wir auch mal wieder ein bisschen Hass hört sich blöd an. War auch für die Fans ein langes Jahr. Also. Ja, ja, klar, aber trotzdem, dass wir aber auch so ein bisschen, dass wir so ein bisschen aggressiv auch wieder hatten, so wie wir sagen. Und dann kommen die da noch mit ihrem Mimimi-Plakat, ne? Wo du gedacht hast, okay. Also für mich war es tatsächlich, für mein polizeiliches Führungszeugnis, war besser, dass ich Sober January mache. Ich habe das Erste, was ich als sie angefangen haben, am Fantreff vorbeizuhören, mit ihren Bullenhüten. Das war genau mit einer das Selbstverständlichkeit und einem provozierenden, trolligen Grinsen. Wirklich, du weißt ganz genau, was für Twitter-Accounts die haben, diese Leute da. Ich saß in der Straßenbahn und 3-4 6 Stationen vom Stadion stieg so eine Gruppe ein, 6 Leute oder so, RB-Fans. Und die ersten beiden, das war so ein Pärchen, beide so Mitte 40 oder so ein unsympathisches Jack Wolfskin Funktionsjackenpärchen, weißt du, so beide so Bankangestellte, so die letzten RTL-Spießer der Welt so. Und beide hatten diesen Red Bull Bullenkopf Hut auf dem Kopf mit mit Hörnern, mit so einer Bullenschnauze und so. Da dachte ich, warum seid ihr so? Warum müsst ihr genau so auch noch sein, wie man das auch noch erwartet von euch? Das ist so schlimm, so fürchterlich, ey. Als würden die uns dadurch, als würden jeden einzelnen echten Fußballfan auf der Welt dadurch nochmal verspotten, dass die so mit so einer Scharade. Das ist mittlerweile so, du merkst es ja überall, das ist mittlerweile so, dass sie genau damit spielen und sich dann freuen, dass sie sich provozieren können, aber die schaffen es auch. Immer zu sagen, ja, lass ich davon das provozieren. Ein ist das. Genau, du denkst immer, lass ich nicht davon provozieren, aber es ist doch tatsächlich so, wenn wir, und wir werden bestimmt später noch dazu kommen, wenn wir über Transfers reden, dann hast du das Gefühl, die Eintracht muss sich jede Pisse vom Mund absparen. Ja, klar. Denken, wir wären schon froh, wenn der für 5 Millionen kommt, haha. Ja. Und die klatschen einfach ein Spieler nach dem anderen, wenn er nach einem halben Jahr nicht funktioniert, ja, geh weiter. Geht ihr noch Oliver Börner? Du hast irgendwie das Gefühl, und dann, das ist genau ja, das. Ja, genau, dieser Typ. Ja, okay, weg. So. Das ist so, wie wir es, ich hatte das beim Bayern-Spiel auch, und das ist hier noch viel deutlicher. Das ist tatsächlich wie, wenn du einen parallelen Geburtstag veranstaltest, du kannst dir überhaupt keine geile Location leisten, du feierst bei dir zu Hause. Auf dem Garten am besten noch. Du sagst jedem, du sollst Bier selber mitbringen und der feiert gegenüber in einem Fest, wo alles geschmückt ist, der beste DJ der Stadt, das beste Essen. Trotzdem kommen alle zu deinem Geburtstag und du guckst aus dem Fenster und sagst, fick dich. Aber genau das ist, es ist halt die doppelte Ebene da bei diesem Verein, ne? Weil du hast nicht nur die provozierenden Fans, sondern aber die provozierenden Fans nehmen genau das auf, was der Verein auch ihnen vorgibt. Und das ist ja diese Hörigkeit gleichzeitig auch mit dieser, wir sind halt trotzdem die Geilsten, weil wir können einfach mal die 20 Millionen ausgeben. So, ne? Das ist halt diese doppelte Ebene, wenn die wenigstens erfolglos werden, also wie bei Wolfsburg, da mache ich mich jetzt nicht mehr verrückt, das ist halt einfach so. Ich meine, das ist jetzt immer noch ein Trötenverein. Finde ich immer noch ärgerlich, dass sie da sind. Finde ich natürlich, aber trotzdem, die können dir immer noch Spieler wegnehmen. Ja. Also Wolfsburg geht so ein bisschen unter, aber wenn Wolfsburg jetzt sagt, ey, wir wollen den und den Spieler, dann, oder wenn ein Spieler ist, der vielleicht die Wahl hat zwischen Wolfsburg und Frankfurt, die können im Zweifel immer noch 2 Millionen. Da hast du recht. Die da die ganze Zeit irgendwie in den letzten Jahren weggefischt haben, Yunus Malli oder was auch immer so. Also auch da, aber ich sehe halt nochmal eine Ebene drüber. Das ist klar, dass das insgesamt nochmal viel schlimmer ist. Und ganz ehrlich, in Leipzig, die Fans kommen ja mittlerweile auch hierher. So. Also Wolfsburger, da haben ja immer nur noch 200 Fans, weißt du? Ja. So ein paar Leipziger, die machen sich provokativ auf den Weg hier. Mit ihren Bullenmützen. Ja. Ich glaube tatsächlich, und das ist vielleicht jetzt auch eine fiese Unterstellung, auch so ein bisschen in der Hoffnung, dass das ein oder andere schlimme Wort in deren Richtung fällt, was dann sozialen Medien ausgebreitet werden kann. Haben wir doch bei dem einen gesehen. Ich möchte mal, was Leute fühlen. Ja. Ich möchte mal wissen, was Leute fühlen, die Hurensohn und Bullenschweine. Aber dann Mimimi-Banner hochhalten. Das würde man wissen, wenn man zum Fußball geht, nicht erst seit 2012, Alter, dass ab und zu mal ein bisschen geschimpft wird. Das gehört zur Folklore dazu. Ja. Oder das war ja nicht mal mehr wie in Hoffenheim, wenn du dich in Hoffenheim auf die Diskussion einlassen willst, dass Dietmar Hopp persönlich angegangen wird, da brechen die sich auf die Ebene runter, das geht gegen
Einzelner, ganz ehrlich. Ja. Da wurde ja nicht ein einziger Leipziger alleine beleidigt im Sinne von, sondern das waren ganz normale Gesänge. Da können die sich nicht mal irgendwie auf die Fahne schreiben, dass es speziell gegen sie war, sondern. Also ganz ehrlich, also, ich finde diese Diskussion teilweise auch Quatsch, weil man muss auch ganz klar sagen, hey, wir können immer über einzelne Worte sprechen, die auf jeden Fall nichts im Stadion verloren haben. Das haben wir uns aber auch in den letzten Jahren, keine Ahnung, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr jetzt seit 10 Jahren jetzt auch schon dabei wart, wisst ihr, wie oft wir diese Diskussion geführt haben, wo wir dann auch gesagt haben, das geht nicht. Aber man muss jetzt auch bei solchen Sachen auch kein Drama darum machen, ja? Natürlich nicht. Also, da muss man echt die Kirche im Dorf lassen. Ja, aber das ist ja genau auch nicht das mit, ist ja genau, so, whatever, ey. Das ja? ist genau das, was ich meine, weißt du? Das ja. sind halt Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, wie dieses kulturelle Feld Fußball funktioniert, was da dazugehört zur Folklore und so weiter. Das ist halt auch einfach ein derbes Feld. Mhm. Nicht so, ich finde das jetzt auch nicht gut, wenn du zu einem gegnerischen Fan gehst und den irgendwie 1:1 irgendwie Hurensohn nennst. Sollte man auch überhaupt nicht so. Tun. Aber ne? natürlich gehört das Sorry. Dazu, dass die eine Aber natürlich gehört das dazu, dass die eine Kurve die sich die über die andere lustig macht. Und dann ist gut, dann geht man rein. Also immer so, genau. Und ja, dann gehst du nach Hause. Das ist dann, halt dann gehst du in eine Kneipe, davon. Trinkst ein Bier, ja, und bist froh, dass du keine Leipziger siehst. Also, wer sich davon, dann, ja. wer sich davon wirklich angegriffen fühlt, dass die eine Kurve nicht angegriffen. Die eine Kurve Bullenschwein oder so ruft, dann bitte geh ins Theater oder zu, ja. ins Kino oder was auch immer so ein neues Hobby ist. Tut mir leid. Fühlen sich davon nicht angegriffen. Die wollen das ja, um das danach zu verwenden. Das hat ja, das hat ja schon Methode. So. Ja, also, genau. Das ist ja keine wirkliche Betroffenheit im Sinne von, dass da einer nach Hause geht und sagt, die haben mir Hunde gesagt. Sondern die sagen, no, hast du es gehört, der Puderzucker Wissi, bla bla bla. Und dann, wir sind die Fans, die nicht wollten. Also die haben eine ganz andere Fankultur, ja. was auch nicht schlimm Gar ist. Keiner. Nein, was auch nicht schlimm ist. Mhm. Nur dann kommen nicht in einen Raum rein, wo schon irgendwelche Regeln herrschen und denkt, dass du als mini kleine Gruppe bestimmen kannst, dass die ganzen Regeln sich jetzt plötzlich für dich ändern, obwohl du halt auch auf sehr, sehr merkwürdige, unangenehme Weise dort überhaupt erst reingekommen bist. So. Also es ist tatsächlich nicht so, dass man, weil es gibt immer Entwicklungen in Fanszenen und im Fußball, gut, die haben sich auch geändert, du hast viele gute Entwicklungen gehabt, dass, keine Ahnung, ja, also Rassismus größtenteils, beziehungsweise ein bisschen weniger geworden ist, also diese Homophobie-Sachen und so. Es gibt auch wieder Entwicklung, es wird vielleicht auch eine Entwicklung geben, wo die Leute nicht mehr Huren so und schreien. Ja. Kann auch sein. Also es das ist auch durchaus wünschenswert. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass man dann da sitzt und sagt, früher wurden noch Huren so geschrien. Also ich brauche also ganz ehrlich, ist auch tatsächlich, das ist nicht mal mein Fußball. Ja, genau. Aber es ist tatsächlich jetzt auch nicht so, dass man da wirklich so ein Fass aufmachen muss, um zu sagen, ey, gerade wenn du trotzdem weißt, dass du eigentlich diese Aggressionen in den anderen Vereinen hervorrufst, auch zu Recht. Ja, das meine ich. Leipzig ist eines der größten Probleme im deutschen Fußball. Da brauchen wir, das braucht man auch nicht wegdiskutieren. Nee, das ist genau das. Das ist genau das, was ich meine mit Trollvereinen. Die wissen das genau. Ja, sie sind so. Dann trollen die da irgendwie online noch rum, so, weil sie genau das halt auch wollen. Das ist insgesamt, muss man ehrlich sagen, alles daran ist, es gibt, ist falsch und ein Witzverein. Ja, es gibt gewisse Nähen auch in dieser ideologischen Hinsicht zu einer blauen Hakenpartei. Muss ich tatsächlich zugeben. Gerade die Social-Media-Empörung scheint mir da durchaus ähnlich zu sein. Aber ich würde sagen, wir kommen gleich. Nee, das kann so ich steil ist sie gar nicht, wenn man sieht, wem der ganze Bums da gehört. Ja, also ja, aber wie gesagt, es Leute, gibt auch, die für den arbeiten, werden sich zumindest nicht dagegen. Ja, es gibt auch viele gute Leute insofern, whatever. Trotzdem muss ich zurückkommen und ich will zurückkommen zu dem, was die Eintracht eigentlich auf den Platz gebracht hat. Denn wir haben eben über die erste Halbzeit gesprochen, die natürlich durchaus, das hätte auch in die andere Richtung laufen können. Trotzdem muss man sagen, dass die Eintracht ganz anders auf dem Feld war als in den Spielen, wenn du jetzt Hoffenheim ausklammerst davor. Und dann kommen wir zur zweiten Halbzeit. Für mich war es so geil, kommt die erste Halbzeit so, oh naja, komm hier, weißt du, jetzt 0-0, wenn wir das irgendwie durch 0-0 retten, also ein Punkt, das hätte ich gar nicht erwartet. Und plötzlich dann, ja, Touré haut diesen Hammer da rein, da muss ich auch echt sagen, ich wusste nicht, dass der so gut schießen kann. Wusste der selber nicht. Das wusste der selber nicht, aber was das für ein Ding war, ich muss sagen, auch in der Folgezeit haben wir ja nicht mehr unglaublich viel entstehen lassen auf deren Seite, ne? Das ist ja dieses Ding, diese zweite Halbzeit war komplett, deswegen wollte ich es vorhin auch dran, weil diese zweite Halbzeit war nochmal zu sagen, okay, du hast in der ersten Halbzeit mit den Mitteln, die du vorhin gesagt hast, geschafft, die so zu entnerven, dass die auch gar keinen Bock mehr auf die zweite Halbzeit hatten. Die haben nicht gedacht, komm, wir gehen jetzt da raus, spielen das runter, wir gewinnen hier locker, sondern die haben gedacht, boah, nee, Alter, da ist kalt, die Fans, da ist aufgeheizte Stimmung, die treten uns auf die Füße. Und ich glaube dann, dass dieses Touré-Tor, das kannst du ja nicht einplanen, also das war mit Sicherheit nicht in Florida trainiert worden, so, sondern das fällt halt. Meine Güte, aber das ist Fußball, haben wir immer gesagt, 40% ist Zufall. Ja. Dann hast du dieses Glück und ich glaube, das war für die tatsächlich so dieser Genickbruch, zu sagen, fuck. Wir hatten eh schon keinen Bock, jetzt habe ich erst recht keinen Bock. So. Ja. So wie wenn du morgens, keine Ahnung, willst morgens nicht aus dem Haus gehen, weil es kalt ist. Wie jeden Morgen. Ja. Und dann guckst du noch raus, dann regnet es auch noch. Ja, Und dann gehst du raus, dann hast du noch deine Fahrkarte vergessen. Also so, das kam alles dazu. Und du hast halt gemerkt, dass Leipzig wirklich an dem Tag keinen Bock hatte, sich diese Aufgabe anzunehmen. Du hast schon gesehen, die können spielen, die hätten auch trotzdem den Ausgleich machen können. Also die hatten ein paar so Halbchancen, wo du denkst, scheiße, war ein bisschen gefährlich, aber die hatten einfach keinen Bock. Die Eintracht hat es aber geschafft, dass sie keinen Bock hatten. Und dann am Ende machst du mit diesem 2-0 den Deckel meiner Meinung nach ein bisschen zu spät drauf. Also da muss ich sagen, das war das, was mich in der zweiten Halbzeit am meisten aufgeregt hat, war, dass Dost nicht ausgewechselt wurde. Ja. Weil der offensichtlich für dieses Konterspiel
nicht gemacht ist und der auch fertig war. So. Wen hättest du denn lieber drin gesehen? Ich hätte dann Paciencia tatsächlich eingewechselt. Aber ja, der kam ja auch und der hat es extrem gut gemacht dann. Meine ich ja, weil der ist trotzdem ein bisschen fluider noch. Ja. Also den kannst du, ich weiß, die Leute nervt, aber ich hatte tatsächlich teilweise Bilder im Kopf, wo Chandler den Ball nach vorne bolzt und Ante Rebic rennt hinterher. Okay. Es soll jetzt nicht um Ante Rebic gehen, aber es geht um diese Art Stürmer, der, wenn der Verteidiger sich nur eine halbe Sekunde verschätzt, weil der Ball aufdotzt, den kurz wegcheckt und durchrennt, so wie Pokalfinale. Ja. So einen Stürmer hättest du gebraucht und da hatte ich am ehesten Paciencia gesehen, der das erfüllen kann und hat er dann am Ende auch gut gemacht, weil er viel umtriebiger ist. Ja, der kann auch besser den Ball aber halten. Es war auch sowieso wichtig, dass er überhaupt reinkam, weil du hast halt auch gemerkt, dass Bastos irgendwann auch fertig war. Okay. Und sowieso, die Laufwege, die er gemacht hat, die waren nicht ausreichend. Das ist, wie gesagt, du hast ja eben gesagt, man muss die Kritik an Bastos sogar in Relation setzen zu seinem Gegenspieler. Finde ich ein guter Punkt. Aber man hat trotzdem auch gesehen, dass die Wege, die er normalerweise hätte gehen müssen, die Gacilovic für ihn gegangen ist. Ne? Ja, weil also genau. Dieses Anrennen und so weiter und so fort. Und in Paciencia ist da halt noch ein bisschen... Ja, flexibler und auch schneller und aber auch fitter wahrscheinlich. Es gab so eine Szene irgendwann in der zweiten Halbzeit, da hat er irgendwie an der Mittellinie ungefähr einen Ball verloren, in einem so 50-50-Zweikampf, der aber weiter, wo der Schiri aber weiterlaufen ließ, so. Also Bastos, und dann lief das Spiel ganz normal weiter und Gacinovic rannte dann hinter den Ball her, so, der zwischen den beiden Innenverteidigern von Leipzig hin und her gespielt wurde. Und Bastos stand dann erstmal so und zog sich so die Stutzen ganz in Ruhe hoch und so, und hast du gesehen, Gacinovic so gerade völlig am Rennen und arbeitet so viel mit und so, das fand ich ziemlich bezeichnend. Also der ist tatsächlich für das Spielsystem, wo man viel irgendwie als Stürmer auch anrennen muss. Gerade auch gegen so einen Gegner. Gegen so einen Gegner vor allem. Mhm. Boah. Ich finde, das hat zwei Ebenen, diese Diskussion um Dost, weil einerseits ist er tatsächlich auch in einem System, was ihm nicht gut tut. Ich finde tatsächlich immer diese Einstürmersysteme von unterlegenen Mannschaften gegen gute Mannschaften schlecht, weil da reibt sich ein Stürmer, reibt sich dann gegen zwei potenziell internationale Klasse Innenverteidiger auf. Das hast du dann da auch gesehen. Dann hast du bei Dost noch das Gefühl, dass er eigentlich ein Ballbesitzstürmer ist. So. Also der ist eigentlich wäre Dost bei Leipzig besser aufgehoben, wo er wäre an diesem Tag. Ja, dann hätten die Schicken ganz ähnlich. So. Dann hätte der quasi für Leipzig die Bälle direkt weitergeleitet, hätte es ein bisschen Unruhe in die Abwehr gebracht. Das ist ja, wenn du den Ball mehr in der gegnerischen Hälfte hast, ist er ja ein idealer Stürmer im Sinne von, den kannst du anspielen. Der lässt den Ball prallen, rennt sofort in irgendeine gefährliche Situation, reißt dadurch einen Raum auf, wo vielleicht dann Gacinovic rein kann. Ja. Wenn du aber durch Glück mit 1-0 gegen Leipzig führst, dann hast Bastos davon. Das ist tatsächlich, hat für mich Hütter das da auch zu spät gesehen, weil das tatsächlich 20 Minuten lang, wie du es gesagt hast, sehr ärgerlich war. Einmal diese Szene habe ich auch im Kopf, wo er auf dem Boden saß. Es gab auch diese eine Szene, wo er dann sich beschwert hat, dass Foul nicht gepfiffen wird. Ah ja, also das auch, weiß ich noch. Viel also zu lange auf dem Schwert. Genau, weißt du, weil hilft ja nichts. Beschwer dich danach, wenn es wieder neu abgepfiffen wird. Aber das ist eine wichtige Sekunde, die du verlierst. Wenn mach erstmal weiter und dann schaust du nochmal, keine Ahnung, und weißt ja mittlerweile auch Videobeweis, falls wirklich was Frappierendes war und da fällt jetzt ein Tor, wird das abpfeifen. So. Ja. Aber das war tatsächlich, aber wie gesagt, kein Vorwurf im offensiven Sinne, sondern bei Bastos war es für mich eher defensiv. Also du hast gesehen, was ihr gesagt habt, das Pressing hat funktioniert diesmal endlich wieder, aber nur, weil Gacinovic für zwei Leute gearbeitet hat. Ja, das muss ich sagen. Und das war aber ziemlich gut. Ja. Und wie gesagt, er kam auch rein, Paciencia hat dann noch eine wichtige Rolle beim 2-0 gespielt, wo ich mich dann auch echt gefreut habe, dass der Deckel drauf war. Es gab nämlich eine Szene davor, da habe ich echt noch gedacht, okay, scheiße, jetzt passiert das vielleicht noch. Freistoß. Der Freistoß. Meine Güte, da ist aber auch ganz ehrlich, wer war das? Welcher einer Spieler war das, der da so reingezählt hat? War das Gacinovic, ja. Das war, muss man sagen, vielleicht der einzige Negativpunkt von Gacinovic. Ich fand, das war eigentlich... Aber es sah irgendwie ganz geil aus. Ich habe es ja nur im Stadion gesehen. Ich habe es dann nochmal im Fernsehen angeschaut und ich saß auch oben auf der Pressetribüne, da konnte ich quasi direkt halt auch im Fernsehen mir anschauen, was passiert ist so. Ich fand, das war eine geile, saubere Grätsche. War die auch notwendig? Also er hat der einzige Fehler, den er gemacht hat, war, dass er die Sohle so hoch nimmt. Weil dann sieht es halt natürlich aus, als würde sich die Sohle schön aufhalten. War die Grätsche notwendig im Sinne von Gefahrenabwehr? Oder war das eher so ein... Ja, wenn da so ein Leipziger irgendwie am 16er an den Ball kommt und sich so ein Zeit kriegt, sich zu drehen und so, also dann lieber umnageln. Zweifelsfalle Sohle voraus. Ja, gut, jetzt können wir auch sagen, es ist alles gut gegangen, weil aus dem Freistoß haben sie nichts gemacht. Für mich war das die einzige Druckverletzung. Wie wir gesessen hätten, wenn das 1-1 gewesen wäre. Was ist denn los mit ihm? Send mal deine C-Jugend. Ja, das ist halt genau das Ding. Ne? Es ist alles gut gelaufen. Ich muss sagen, das war aber ehrlich gesagt schon die einzige brenzliche Situation in der zweiten Halbzeit, wo ich echt so ein bisschen mehr das Gefühl hatte. Werner ist noch mal irgendwie, hat nochmal drüber geschossen. Das war auch, wenn er den besser trifft, so... Da wird es auch eng so, aber ansonsten... Timo Werner, grüß dich. Aber ansonsten muss man... Das ist tatsächlich das, was ich der Eintracht hoch anrechne, dass in der zweiten Halbzeit auch nach diesem, vor allem hast du gemerkt, so nach diesem Tor plötzlich Brust raus, Kopf hoch so und dann ist wirklich keine einzige wirklich
extrem haarige, hundertprozentige Situation von Leipzig entstanden. Und das musst du gegen die Truppe erstmal schaffen. Ihr habt selber gesagt, die haben nur Raketen vorne drin, die bringen nochmal 3 Raketen von der Bank, wenn sie Bock haben. So. Ja. Gegen die keine einzige hochkarätige Chance zuzulassen. Ja. Wow. Das ist tatsächlich so, und das haben wir auch zusammenfassend nach dem Hoffenheim-Spiel schon gesagt, diese größte Erleichterung, die man jetzt verspürt, ist, dass natürlich gibt es spielerische Mängel und systematische meiner Meinung nach auch noch, und es gibt auch noch vakante Positionen. Trotzdem das Wichtigste, die Stimmung und die Einstellung von dieser Mannschaft ist okay. Ja. Also du kannst innerhalb der Mannschaft. Du kannst so eine Leistung, wenn du innerlich zerstritten wärst und oder irgendwie, keine Ahnung, wenn es wirklich ganz merkwürdige Umwälzungen geben würde im Hintergrund, dann kannst du so eine Leistung eigentlich nicht bringen. Du siehst ja auch, wie sie sich geherzt haben. Das sind so die kleinen Momente, aber wenn du merkst, dass jeder für den anderen kämpft, dann stimmt es im Kern. Wir sehen halt, dass wir gerade eine andere Eintracht sehen. Es ist nicht mehr die spielerisch dominantere Eintracht, die über das Spiel heraus Situationen löst, wie wir vielleicht in den letzten Saisonen gesehen haben. Aber ich glaube, vielleicht ist das jetzt gerade aktuell dieser Moment, in dem das so besser funktioniert. Und das muss ein Trainer halt aber auch erst sehen. Das finde ich von Hütter sehr, sehr gut zu sagen, okay, Leute, seid mir nicht böse, aber ich habe nicht die idealen Spieler gerade, will aber diese Stabilität reinbringen. Dann spiele ich es jetzt so, dann sieht es vielleicht nicht schön aus. Aber es funktioniert. Es funktioniert, genau. Und dann kannst du danach mal schauen, dass du wieder ein bisschen besser bist. Auch, hat sich in die Richtung auch geäußert, ne? Von wegen, das war jetzt wichtig, irgendwie erstmal stabil und so, und auf Sicht will er aber auch wieder ein bisschen mutiger. Ich glaube, das ist genau, er hat es genau erkannt. Es läuft scheiße, du verlierst 7 Spiele in Folge oder so. Oder holt da fehlt Punkt halt auch so. Zutrauen. Ja. Genau, und dann ist aber jeder, der auf dem Platz 2 jemals gestanden hat, weiß das. Ne? Wenn du in so einer Phase bist, Alter, dann spielst du lieber quer. Schade, dass wir keinen Elfmeter hier haben. I see what you did there. Du hast einen Scheißhandschuh, so ist es halt. Ne? Und dann ist es wichtig, dass du so eine Truppe halt irgendwie ein bisschen, dass du denen ein bisschen das Selbstvertrauen wieder ermöglicht, indem du sie erstmal sicher spielen lässt. Ja, so, ne? Super. Und wie kommen wir jetzt weiter? Also wir haben jetzt mit 2 Siegen gestartet, richtig gut. Jetzt gucken wir uns an und irgendwie ist das Gefühl dann trotz dieser Tatsache, dass wir 2 gute Spiele gemacht haben, ein bisschen mulmig, weil wir haben gegen 2 gute Mannschaften Punkte geholt und jetzt kommt eine potenziell sehr schlechte Truppe, also zumindest von der Punktausbeute mit Düsseldorf. Es sind 2 Sachen, wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen bekomme. Das einmal, dass wir in der Hinrunde diese ganzen Spiele gegen diese ganzen Kirmes-Truppen, so, also Paderborn, Augsburg, alle Mannschaften, wo du so denkst, Mainz und so, du denkst, ja, die haust du eigentlich weg, weil Bayern und Leverkusen haust du ja auch weg, Köln auch verloren, so. Die hast du halt verloren. Das heißt, gegen Mannschaften, die, nicht mitspielen wollen, sondern die sich eher ein bisschen fallen lassen und dann halt kommt dann. Gegen die wird es schwer. Jetzt, Bobic sagt dann am Spiel jetzt irgendwie in der Mixzone von wegen, am besten irgendwie eine eigene Superliga in der Liga gründen, nur noch gegen spielstarke Mannschaften spielen, weil da werden sie Meister, so, weißt du, im übertragenen Sinne. Das ist das eine, also da wird sich jetzt zeigen, inwieweit die Mannschaft spielerisch auch in der Lage ist, solche Mannschaften zu knacken. Ist das, vielleicht läuft das besser als in der Hinrunde oder nicht so. Das zweite, was mir Sorgen macht, ist, dass ich den Kader dafür eigentlich nicht ausgerüstet sehe. Also wenn du mit diesem Viererkettensystem weiterspielst, fehlt dir ganz klar ein Rechtsaußen. Da muss noch was passieren das Freitag. Ja. Das ist einfach so, weil sonst Timmy Chandler, ey, bei allem Respekt, und das ist ein netter Kerl und ein guter Kicker irgendwo hinten rechts, hinten links, wenn er war doch vielleicht als Backup ist oder gespielt. So. Hoffenheim war super und so, aber auf lange Sicht, du hast jetzt noch 15 Spiele in der Bundesliga, dann hast du, wenn es gut läuft, noch ein paar in den Cup-Wettbewerben. Brauchst du einen Rechtsaußen, wenn du mit einem Systemspiel 2 Rechtsaußen gebraucht wird? Es ist leider genau so. Also wir kommen auch nicht drum herum, das Spiel gegen Düsseldorf auch daran zu werden. Natürlich ist es jetzt viel zu kurz. Du weißt jetzt, wenn du jetzt nicht heute gerade irgendwie am Dienstag oder Mittwoch jemanden verpflichtest, dann wird der auch nicht am Samstag auflaufen. Aber es ist halt einfach genauso. Du bräuchtest genauso einen schnellen Spieler wie vielleicht, leider Ante Rebic, der nicht kommen wird, okay? Aber genau, nein, aber jetzt mal, es ist halt ein Unterschiedsspieler, der genau in solchen Situationen, die verfahrene Partie, wo du nicht irgendwie durchkommst, ist er derjenige, der mit einem genialen Moment fürs 1-0 sorgt. Und, oder gut, reden wir mal nicht über Rebic, aber wir brauchen diesen Spieler, der das extra hat, was halt ein Chandler, einfach ohne böse gemeint zu sein, das ist ein super Spieler, aber nicht hat. Ja, aber der die Position gelernt hat, das meine ich ja. Wir müssen ja nicht mal mehr über diese Spezialqualität von Ante Rebic reden, sondern einfach ganz normal Hausmannskost zu sagen, das ist ein rechter Mittelfeldspieler. Ganz genau. Wir haben ja keinen einzigen. So. Zur Grundlinie mal durchgehen, weil irgendwie vielleicht einer, der ab und zu mal ein Dribbling machen kann, so, das ist ja jetzt, Timmy Chandler ist auch nicht unbedingt seine Kernkompetenz. Also ich finde, man hat ihm in dem Spiel auch keinen Gefallen getan. Das sah arg merkwürdig teilweise aus. Also der wusste gar nicht genau, dann ist er teilweise in die Mitte gerückt. Das war, die Interpretation der Position war teilweise, weil Kostic hat es auch gemacht, die war teilweise von der Ausgangstaktik schon komisch, aber bei ihm sah es halt nochmal komisch aus, weil du halt schon gemerkt hast, es gab viele Situationen, wo Turin rufen musste, sozusagen. Du spielst zwar rechts im Mittelfeld, aber komm trotzdem hier zu mir, weil hier sind 2 Leute, und wenn der auf Nkunku spielt, bin ich wieder alleine so.
Ich finde auch, dass das dazugehört zu sagen, ey, wir brauchen eigentlich so das Pendant. Und selbst wenn es so die Hälfte ist von Kostic auf der anderen Seite, wenn du das spielen willst. Weil ganz ehrlich, wir hocken uns doch jetzt nicht hier hin und wollen Bundesliga-Manager spielen, sondern das ist doch tatsächlich ein offensichtliches Lack, was diese Truppe da hat. Ja, seit Wochen. Wenn du es umstellst, und du weißt es ja auch, du hast ja in Paderborn schon mit Viererkette probiert. So. Weil du hast seit Paderborn hast du das Gefühl, okay, wir wollen das wahrscheinlich probieren, wir wollen das in Florida einüben. Wen nehmen wir denn da? Und da kann es ja nicht sein. Es kann nur Pokerei sein, dass dann Hütter sich hinstellt und sagt, ja, da spielen Durm, Chandler und Da Costa, von denen würde ich gar keinen da nehmen. Niemals. Und selbst Kamada wäre für mich keine A-Lösung. Das könntest du mal probieren, weil du hast gesagt, hoffentlich haben wir noch viele Spiele. Ja. Trotzdem muss ja doch dann entweder der Backup für Kamada, wenigstens ein Backup für Kamada, wenn ich ganz unten bei meinen Forderungen anfange, dann muss das wenigstens sein. Ja, aber eigentlich nicht. Eigentlich muss die Mindestforderung muss sein, da eine Nummer 1 zu holen auf der Position. Ja, aber, ja, aber wir haben ja gelernt, nicht zu gierig zu werden. Ich meinte nur, es gibt ja noch die Möglichkeit, dass gar keiner kommt. Also du kannst ja sagen, okay, so ein Kamada und auch Gacinovic oder so, die haben ja prinzipiell so ein paar Kompetenzen, die da eventuell okay sind auf der Position als Backup. Auch so ein Chandler finde ich okay, Alter, wenn rechts außen Nummer 1 halt in der 70. raus muss oder so und du willst ein Defensiver spielen oder so, kannst du den Chandler gerne bringen, von mir aus. Ja, ja, klar. Und du hast gesagt, Da Costa kannst du einen nach hinten schieben, falls Touré mal nicht spielen kann. Aber du kannst nicht in eine Rückrunde gehen mit einem offensichtlich umgestellten Spielsystem, wo es eine Position gibt, die nicht besetzt ist, nicht einmal. Ja, ich verstehe es halt auch nicht. So, das ist fahrlässig. Ja, das ist halt leider genau der Punkt. Da müssen wir auch, tut mir leid, wenn die Hörer und Hörerinnen das jetzt immer wieder auch von uns hören, aber wir müssen einfach dahingehend insistieren, weil das einfach eine Vakanz ist. Müssen investieren, Leute. Ja. Nein, Simon, ich meine auch immer nur was über Sechser hören. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, fuck, was ist denn los? Ja. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dann holt die Eintracht plötzlich einfach noch einen Sechser, weil Fernandes verletzt ist. Wenn das Arne Meyer ist, ist auch in Ordnung. Nehmen ja. Mit, das kann natürlich... zusätzlich sein. Ja, aber rechts außen würde ich trotzdem, ja. Holen wir die Bayern. Wir sind ja schon von Max Meyer. wenn ich wirklich genau das wirklich sagen würde, was ich wirklich will, ja, dann würde ich fast sagen, ja, da muss 4 Spieler holen, tatsächlich. Also dann reden wir darüber, du brauchst einen Backup-Innenverteidiger, weil die 2 nach außen gerutscht sind. Du brauchst einen Backup für Fernandes, ist der 2. Du brauchst meiner Meinung nach einen Ersatz für Silva, weil das ein Totalausfall scheinbar ist. Komplett. Und du brauchst einen rechten Mittelfeldspieler. Ja. So, wenn aber dann, keine Ahnung, meine Mutter sagt hier, das ist ein bisschen viel Weihnachtsgeschenke, such dir wenigstens eine Sache aus. Mhm. Team aber dann gut. So, genau so. Dann gibt es das Lego Piratenschiff. So, und das ist der rechte Mittelfeldspieler. Ja, genau. Haben wir auch schon Sendungstitel, Lego Piratenschiff. Ja, so ist es. Aber genau das ist, wollte ich aber wirklich immer haben. Ja, ja, genau. Echt? Ja, sehr schön. Nee, Playmobil, aber das habe ich auch. Nee, Playmobil, schon. Ja, 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 gut, für mich nicht. Aber macht ihr mal mit euer Playmobil weiter. Ich spiele weiter Lego, ich baue mir meine Mannschaft auf, aber auch da nehme ich dann den rechts Mittelfeldspieler. Ja. Weil genau das die Position ist, die wir tatsächlich auch gegen eine Mannschaft, die auch hinten drin steht, wie Düsseldorf gebraucht. Ich habe mal eine Frage an euch. Ja. Also, glaubt ihr wirklich, das ist doch nur Pokerei? Oder? Das ist nur Pokerei. Muss Pokerei sein. Also selbst wenn es nicht klappt, haben die es zumindest probiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da sitzen. Das will ich nicht glauben. Zu denken, nee, da müssen wir nichts machen. Ich glaube tatsächlich, das ist um den anderen Vereinen, potenzielle abgebende Vereine, denen ich zu den komplettes Verzweiflung zu zeigen, so, ey, ich will den unbedingt, und dass sie dann irgendwas draufschlagen, sondern muss Pokerei sein. Ich glaube auch. Ich finde aber selbst die Pokerei finde ich fast schon fahrlässig. Es ist jetzt gut gegangen mit den 2 Siegen. So. Mhm. Aber stell dir mal vor, du spielst dieses 4-4-2-System oder 4-4-3-3 oder was auch immer, hast diese Position nicht besetzt. Und das heißt ja die ganze Zeit, okay, der Ben Manga hat so eine Liste mit irgendwie so einem Schattenkader, auf jeder Position zwei Leute so als Ersatz. Und die holst du aber nicht und lässt tatsächlich 2 Bundesliga-Wochen einfach ins Land ziehen. Die hättest du ja locker auch verlieren können, die beiden Spiele. Und dann stehst du da und bist plötzlich, so wie Bremen jetzt oder so, Relegationsplatz. Mhm. Hast immer noch keinen Rechtsaußen. So. Das Umfeld ist plötzlich ein bisschen, wird unruhig. Ja, so. Ja. Die Spieler sind unruhig. Ne? Der Trainer ist auch nicht mehr so sicher dann und so. Und das finde ich, das war ein absolut... Es ist ja doch gut gegangen. Ich glaube tatsächlich, dass das 2 Spiele waren. In Hoffenheim warst du nicht der Favorit und den Leipzig auch nicht. Das heißt, ich glaube tatsächlich, selbst wenn du den Spieler gehabt hättest, hättest du vielleicht wirklich trotzdem auf der Seite die defensive Variante gewählt mit Chandler oder Da Costa. Das heißt, das haben die wahrscheinlich so einkalkuliert, aber was Marvin sagt, finde ich wichtiger. Jetzt kommen die Spiele, da muss Chandler nämlich nicht den Ball nach vorne bolzen oder irgendwo hinrennen, sondern dann hat der Chandler den Ball. So. Ja, und dann wird es interessant. Oh mein Gott. Wenn du auch zu Hause gegen Augsburg, also dieses Spiel, weißt du, von mir ist kein Chandler dann in Dortmund wieder spielen. Ja, genau. Du stehst hinten drin, du musst kämpfen, alles gut. Ballst den Ball nach vorne, auf das Patient sein Tor macht, so, keine Ahnung. Aber diese Spiele, und das sind diese Knackerspiele, stell dir vor, du verlierst die beiden Spiele, dann kannst du dir von diesem
tollen Start überhaupt nichts kaufen. Ja. Weil dann bist du wieder komplett im normalen Sold, was dich wahrscheinlich auf Platz 13, 14 führt. So. Wir müssen auch sagen, die Jungs müssen aufholen. Ne? Wir haben dadurch, dass wir in der Hinrunde echt so viele Punkte haben liegen lassen. Das sind die 6 Punkte, die uns fehlen. So, genau. Und jetzt muss es normal weiterlaufen. Und dann musst du aber auch echt Gas geben jetzt. Ja. Wenn du nicht sagen willst, du machst es jetzt auf 12, ne? Aber Platz 12, alles Boogie. Dann kannst du die Saison jetzt so relaxed weiterspielen. Aber das ist ja, glaube ich, nicht der Ansatz eines jeden Spielers. Natürlich wird jetzt auch schon wieder geguckt, was geht nach oben. Wir haben uns von unten ein bisschen befreit. Aber auch nur durch 2 Siege, die nicht eingeplant waren. Ja. Ja? Das hätte auch ganz anders laufen können. Plötzlich denken wir wieder über spielerische Alternativen nach. Aber genau um das zu konservieren und weiter auszubilden, musst du auch auf der rechten Mittelfeldposition einfach eine Alternative finden, die dich auch weiterbringt. Unbedingt. Das ist essentiell. Und dann musst du aber auch auf jeden Fall genau diese Spiele gewinnen. Denn es bringt mir nichts. Du kannst nichts vergolden, wenn du zwar gegen Leipzig gewinnst, aber gegen Düsseldorf verlierst, gegen Augsburg verlierst, dann ist das doch alles scheißegal, weil dann hast du die Konkurrenz von unten wieder gestärkt und dann plötzlich wird es wieder ganz eng da. Es ist auch immer noch eng. Es sind 7 Punkte, das ist okay so, aber lass die mal unten zweimal gewinnen. Kannst du theoretisch dann 3 Spieler vor Schluss aufspielen. Ja, so sieht's aus. Und das ist doch nichts, worauf wir uns jetzt ausruhen sollten. Deswegen, ich gehe fast davon aus, zu deiner Frage zurückzukehren, dass Bobic hier sein typisches Pokerspiel betreibt. Und das ist ja auch vollkommen okay. Das hat in den letzten Monaten auch, in der letzten Winterpause ja zu etwas geführt, was sehr positiv war, mit Hinteregger, der kam und so weiter und so fort. Also da wurden gute, und auch jetzt Touré, der sich jetzt super entwickelt hat. Ne? Also wir merken, das funktioniert schon. Er pokert bis zum Äußersten, um den Preis zu drücken. Ich glaube aber tatsächlich nicht, dass wir jetzt einen defensiven Mittelfeldspieler bekommen. Ich glaube, die wissen ganz genau, was sie tun müssen. Aber für mich als Fan ist es natürlich schwierig, unrelaxed in jeden Tag zu gehen. Ja, das ist ja, weil du bist halt nicht involviert. Das ist ja genau dieses Ding, so, weißt du? Ja, das ist nicht bei dir keiner, wenn du irgendwas erledigt haben willst und der Typ, der das für dich erledigen soll, meldet sich einfach nicht und du kommst einfach rein, dann ist es doch erledigt. Dann ist ja cool, danke, aber hättest du mir auch ein bisschen was ersparen können. Ja, ich kann mir tatsächlich mittlerweile auch vorstellen, dass entweder gar keine kommen, ich kann mir aber vorstellen, dass 2 kommen. Also ich kann mir tatsächlich vorstellen... Ich glaube auch, dass 2 kommen, ehrlich gesagt. Das ist nämlich so dieses Szenario, was ich im Kopf habe. Stürmer werden die nicht machen, weil die denken, okay... Mhm. Kann ja auch sein, dass Silva noch kommt. Das kann ja sein. Vielleicht, vielleicht reißt er sich irgendwann mal am Riemen und dann ist er halt... Muss ich dich leider nicht. Er muss ja mal weniger Trüffel essen, dann geht's. Rechts außen brauchst du auf jeden Fall und auch einen Sechser musst du eigentlich holen. Dann das sind genau die Rode zum Beispiel gespielt, also der hat gegen Leipzig noch einmal... Der muss so viel Defensivarbeit leisten, der kann sich gar nicht mehr mit nach vorne einschalten. Da fehlt ein totales spielerisches Element. Ja, stimmt. Jetzt will ich aber von euch ganz kurz wissen, damit wir das Düsseldorf-Thema jetzt schon mal so ein bisschen perspektivisch abhaken. Wen würdet ihr denn dann hinstellen, wenn wir schon sagen, wir müssten ja eigentlich einen anderen Mittelfeldspieler, rechten Mittelfeldspieler haben für Timmy. Wen würdet ihr dann grundsätzlich dann aufstellen? Wir gehen jetzt vielleicht nicht alles komplett durch, aber welche Substitute würdet ihr vornehmen im Vergleich zu Leipzig? Boah. Also, ich muss sagen, ich würde fast gar nicht viel ändern. Mhm. Also, tendenziell würde ich auch nicht viel ändern. Theoretisch würde ich tatsächlich nur, falls jemand Neues kommt, würde ich Chandler tauschen gegen Mr. XY. Und wenn gar keiner kommt, würde ich Durm da hinstellen, weil ich bei Durm das Gefühl hätte... Nicht Kamada? Ich weiß nicht, ob wir fitter ist, ehrlich gesagt. Ja. Also wenn er, das müssen die beurteilen. Aber ja gut, Kamada habe ich jetzt vergessen, weil ich dachte, der ist vielleicht nur der braucht noch. Oder beziehungsweise den wirfst du da nicht direkt von Anfang an rein. Keine Ahnung, wie da der Stand ist. Ich würde tatsächlich aber da irgendjemanden, weil Durm zumindest gelernter Stürmer ist. Er hat wirklich noch gar nichts gebracht, aber zumindest würde ich ihn jetzt dann mal sehen wollen, wenn gar keiner kommt. Also das ist so diese Kleckebrotlösung, zu sagen, okay, gucken wir mal, besser als gar nichts zu essen. Ansonsten würde ich tatsächlich... Ja, klar, kannst du auch Butter draufschmieren. Ja. Ansonsten Dost halt diesmal drin lassen. Ja. Weil das wieder eine Mannschaft ist. Düsseldorf wird keinen erfrischenden Fußball spielen, sondern du brauchst dann so einen Striker wie... Keine Ahnung, ich vergleiche ein bisschen mit dem Spielwerb um Union Berlin. Der wirkt halt einfach einen irgendwie rein. Ja, der muss halt einmal seine Quadratlatsche. So irgendwie und dann steht es 1-0 und dann ist nämlich Düsseldorf in der Position. Mhm. Die haben natürlich auf niedrigerem Niveau, aber die haben auch Druck auf den Kessel und vielleicht kann die Eintracht die dritten Trainer diese Saison beerdigen. Mit Funkel und Kovac hätte das bei beiden Fällen auch eine gewisse Ironie. Auf jeden Fall. Ja, Stefan, wir sind ja jetzt ja in deiner Wohnung mehr oder weniger. Ich sehe hier, du hast... Mehr oder weniger. Also was man so als Wohnung bezeichnet. Nein, das ist ja nicht allein deine Wohnung, das wollte ich damit ausdrücken. Du hast ja viele schöne Bücher, unter anderem ein Buch über die Hackfleischküche. Ja. Ja, und jetzt will ich natürlich von dir wissen, welches wunderbare Hackfleischgericht bereitest du am Samstag dann zu und was führt uns zum Erfolg? Welche Position würdest du ändern? Das Hackfleischgericht. Ganz kurz zu meiner Ehrenrettung, das habe ich mal in einem von diesen öffentlichen Bücherregalen gefunden und fand es so witzig, weil das ist so aus den 70ern und dementsprechend sehen die Rezepte aus. ich habe da noch nichts draus gekocht. Glaub mir das bitte. Ich würde, also mein Rezept für Düsseldorf ist eigentlich
Also falls da jetzt zeitnah noch ein Rechtsaußen kommt, dann würde ich den auf jeden Fall reinwerfen. Okay. Weil du brauchst gegen eine Mannschaft wie Düsseldorf, brauchst du spielerische Lösungen und da ist Timmy Chandler bei aller Liebe einfach nicht der geeignete Mann für. Wenn das nicht passiert, was will ich? Wenn das nicht passiert, würde ich auch, also gut, Durm ist auch, finde ich, vom Profil derjenige, der am ehesten offensiv was reißen kann, aber dass der das ganze Jahr so überhaupt keine Rolle spielt, sagt, finde ich, viel aus über die Art und Weise, wie er sich anscheinend im Training präsentiert. Aber das haben wir zum Beispiel bei Toro auch gedacht. Ja, genau. Und dann war er plötzlich. Und Toro wurde ja sogar öffentlich angezählt, tatsächlich. Ja, und Toro war nicht mal mehr im Kader. So. Ja, genau. Also gut, kann ja auch sein, dass das Durm eine Chance bekommt, aber ich sag nur, es ist auch wirklich auffällig, finde ich, wie überhaupt keine Rolle er spielt. Mhm. Gerade jetzt auch in der Phase, wo du einen Rechtsaußen bräuchtest und er ja derjenige ist, der in seiner irgendwie bis zur U23 oder was offensiv noch gespielt hat und bei Dortmund ja auch irgendwie eher ein offensiver Außenverteidiger war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da würde ich auf jeden Fall ansetzen. Ich würde auch Dost drin lassen, ich würde auch Gacinovic drin lassen und Kamada noch ein bisschen Zeit geben, vor allem aber also nicht, weil Kamada, der ist von der Spielanlage eher der geeignetere Spieler für Düsseldorf, aber ich finde, Gacinovic hat es gut gemacht und das ist einer, wenn du den jetzt wieder rausnimmst, dann kriegt er wieder einen Knick. Also das heißt, du würdest im Endeffekt auch nur Durm reinsetzen, sehe ich das richtig ins rechte Mittelfeld? Ich würde in erster Linie denjenigen, der neu kommt, reinsetzen, ja, egal wer es ist und dann, wenn das nicht klappt, dann Durm. Alles klar, das spielt schon viel. Kannst du laufen? Ja, alles klar, rein. Also klar, ja. Hier sind deine Schuhe, komm. Ja. Hier ist Rico. Das heißt, also um es nochmal zusammenzufassen, wir gehen logischerweise mit Trapp ins Tor. Links haben wir dann Ndicka. Ja. Wir haben Hinteregger, wir gehen wieder mit Abraham rein, ja, ne, auf der Rechtsverteidigerposition. Hat er extrem gut gemacht gegen Timo Werner, finde ich. Auf jeden Fall, definitiv. Auf, rechts haben wir dann Touré, dann die beiden in der also defensive Mittelfeldspieler, mehr oder weniger positive Ausrichtung, dann positiv. Positiv. Offensive Ausrichtung. Rode und So. Wir haben links haben wir Kostic, rechts dann den entweder besagten neuen Spieler oder halt vielleicht Kamada oder Durm. Müssen wir mal überlegen. Und offensiv haben wir dann ganz klar laufend Gacinovic und wir bleiben bei Dost. Ja. Das ist die Aufstellung, die wir uns jetzt angucken würden. Und mal schauen, ob da noch was passiert. Aber es sind ja grundsätzlich in den letzten Tagen ist ja noch mehr passiert. Und zwar, lieber Stefan... Ich würde noch gerne eine Sache sagen. Ah ja, okay. Ich bin traurig, dass wir hier nicht wie bei Fußball 2000 so Sachen reinschneiden können, was ich damals zu den Transfers von Durm und Kor gesagt habe. Ja, stimmt. Das ist leider nicht möglich. Ja, aber das wäre jetzt ein ganz kurzer Moment. Haben sich meine Erwartungen erfüllt. Ja, genau. Aber eine ganz kurze Sache. Du wolltest erstmal ganz kurz Kaffee holen. Genau, ja. Dann mach das mal ganz kurz, weil dann geht es nämlich gleich weiter. Dann reden wir über die Mitgliederversammlung. Aber Basti, du hast ja auch so ein bisschen was mitbekommen. Und da ging es ja auch relativ heiß her. Es gab viele Themen, die angesprochen wurden, trotz der Tatsache, dass ja jetzt erstmal die Präsidentenposition ja ist ja klar besetzt und so weiter und so fort. Da läuft alles. Aber ich hätte gar nicht gedacht, dass das nochmal so Fahrt aufnimmt, die ganze Situation mit Möller. Ne? Ja, du hast halt das Gefühl gehabt, dass sich dort einige Sachen wieder rausgekommen sind, die ganze Zeit jetzt so ein bisschen unter der Decke wieder waren. Mhm. Also, weißt du, es ist ja immer so, es gibt ein Thema, wird wild diskutiert, und dann vergisst du es. Aber Das ist halt so ein Thema, ich glaube, Fans, gerade bei solchen Sachen, vergessen es eben nicht, sondern warten dann halt auf den Tag, an dem man es äußern kann. Ja, genau. Die Proteste gab es immer mal wieder, es gab das eine oder andere Plakat, bla bla bla. Aber ich glaube tatsächlich, dass hier von den Leuten, die diese Personalie Möller nicht befürworten, einfach die Plattform genutzt wurde, das nochmal kundzutun. Übrigens völlig auch legitim, muss man sagen. Super. Eben. Nein, das ist ja dieses Ding, du kannst ja nicht irgendwie denken, okay, wenn dir was nicht passt, dass du es einfach frisst. Nee, genau. Sagen, nee, also du musst ja zumindest, das ist ja auch ein Verein, und der demokratische Strukturen trotzdem hat, genau, zumindest noch Fall. In dem Teil, das in dem größeren auch. Teil, dass du zumindest eine Plattform hast, wo du einfach dann den Unmut äußern kannst. Ja. Und das ist ja auch geschehen und teilweise natürlich nicht mal auf diese kritisierbare Weise. Also wenn wir weil diese ganze Kritik an Möller wurde ja von den Verantwortlichen immer nur auf diese Grenzüberschreitungen runtergebrochen. Ja, stimmt. Also es wurde ja nicht in einer Silbe auf die eventuell berechtigten Zweifel, die völlig moderat geäußert wurden, eingegangen, sondern immer nur auf dieses, ja, das ist voll übertrieben, bla bla bla. Also dieses Thema wurde tatsächlich, zumindest in der Öffentlichkeit, noch gar nicht richtig behandelt. Da wurde zu denen, die Möller-Gegner wurden alle in diese Schublade gesteckt, dass die quasi diese übertriebenen Banner malen würden. Und auch nicht abwarten und so weiter. Und gar nichts abwarten und komplett irgendwie keiner unter die Gürtellinie geben würden. Da möchte ich mich ganz explizit ausnehmen. Ja, und ich mich nicht. Das ist halt dieses Ding. Also ich, ja. Also ich finde die Kritik überhaupt, also dass es das gibt bei der Mitgliederversammlung, finde ich wichtig, notwendig, denn egal ob wie man dazu steht, es muss möglich sein, in der Mitgliederversammlung genau solche Themen anzusprechen. Dafür ist sie da. Deswegen finde ich die Tatsache, dass die Kritik geäußert wurde, erstmal richtig gut. Stefan, du warst vor Ort. Wie hast du denn diese ganze Situation um Möller miterlebt?
Also das war schon sehr emotional, das muss man echt sagen. Das war mit Abstand die streitbarste Personalie überhaupt an dem Tag. Das ging los mit einer Brandrede von Peter Fischer, die er in seiner Eröffnungsrede gehalten hat. Er wirklich sehr emotional Andreas Möller verteidigt hat, als Personalie gesagt, man müsse ihm eine zweite Chance geben. Frankfurt sei oder die Eintracht sei ein Verein, der Leute umarmt und nicht ausstößt. Er würde einen extrem guten Job machen, sei unglaublich engagiert, sei der Erste, der morgens kommt, der Letzte, der morgens abends geht. So. Und während dieser Rede, die wirklich sehr emotional, sehr laut war, gab es aus dem Block der aktiven Fans, die sehr versammelt rechts hinten saßen. Cool. War aber cool auch, dass so viele wieder da waren? Absolut, ja klar. Es waren insgesamt 600 Leute da oder so, glaube ich, ungefähr, ich würde mal sagen, ein Viertel oder so davon aus der aktiven Fans. Okay. So. Gejohle, Gelächter, als es hieß, er sei engagiert. Oder als es auch um seine Expertise ging, Gelächter, Zwischenrufe. Da hat man schon gesehen, okay, das ist ein sehr emotionales Thema. Das hat Peter Fischer auch ohne Anlass mit so einer Brandrede angesprochen. Also er stand nicht als Tagesordnungspunkt irgendwo auf einer Liste oder so. Der Andreas Müller, das ist ja auch eine Personalie, da musst du nicht zwingend drüber reden. Über Moritz Petz zum Beispiel wurde auch nicht geredet. So. Aber es war Peter Fischer ein großes Anliegen, es war auch den aktiven Fans ein großes Anliegen, dann eine Gegenrede zu halten, was dann später passierte. Da hat sich dann ein Vertreter der aktiven Fanszene mit einem Redebeitrag geäußert, der genauso emotional war, wo es darum ging, warum Andreas Möller in den Augen der Fans eine Persona non grata ist. Also auch schön erklärt im Endeffekt, ja? Ja, schon. Es ging darum, um die ganzen Verfehlungen, die sich Möller geleistet hat in der Vergangenheit, diese ganzen Wortbrüche, die man da immer hört, die Aussagen von Möller, die jetzt seit ein paar Jahren ja irgendwie immer wieder herumgeistern, er hätte mit der Eintracht nichts zu tun, mit Frankfurt, ne? Ja, kennt ihr ganze Aussagen so. Und da hat man schon auch gemerkt, okay, das ist ein emotionales Thema für die entscheidende Person, für Peter Fischer und so weiter. Und es ist aber vor allem auch ein extrem emotionales Thema, auch nach 3 Monaten immer noch, wo er jetzt im Amt ist, für die aktive Fanszene. Ja, und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, das auch nochmal zu thematisieren, damit sowas eben nicht versandet, weil die ganze Kommunikation dahingehend, haben wir ja damals schon thematisiert, war suboptimal. Ja? Es wird jemand reingesetzt, der offensichtlich eine gewisse Nähe zu Freddy Bobic hat, ja? Auch ein Freddy Bobic-Mann, der dann da reingesetzt wurde, ohne dass du das dementsprechend kommunizierst. Du bist nicht im Klaren darüber, welche professionellen, wie soll ich sagen, Qualifikationen er diesbezüglich hat, um überhaupt in dieses Amt zu kommen. Deswegen ist es gut, das nochmal hochzuhalten, aber mit was endet man jetzt? Also ich meine, man geht ja trotzdem weiter, dass man sagt, okay, er macht ja logischerweise trotzdem weiter, ne? Ja, absolut. Also das war auch das, was Peter Fischer gesagt hat. Na, ich habe ihn dann nachher noch im Interview gesprochen, da sagt er ganz klar, die Entscheidung ist getroffen, die Personalie Andreas Möller steht, so, da gibt es auch nichts dran zu rütteln. Er hat aber gleichzeitig auch gesagt, meine Tür ist offen. Ne? Also es gab ein Gesprächsangebot, dass seine Tür offen ist, dass auch Andreas Möller dabei sein wird und dass die aktive Fanszene oder zumindest Vertreter dann eingeladen sind, mit ihm oder in dieser Runde dann drüber zu sprechen und eventuell irgendwelche Missverständnisse, die es gibt, auszuräumen. Was ja, genau aber vielleicht auch Statements, die du dann im Nachhinein noch treffen. Es wäre ganz generell, finde ich, aus Eintracht-Sicht, und das kommt eigentlich viel zu spät, aber sich überhaupt mal dazu zu äußern, dass auch Andreas Möller sich mal äußert, dass es überhaupt mal so eine Art Dialog gibt. Haben wir nie gesehen. Gar nicht, kam gar nicht so. Das war der absolute Kardinalfehler überhaupt bei dieser Personalie. Abseits davon, dass natürlich das eine Reizfigur ist, musst du das viel, viel, viel besser kommunizieren, wenn du ihn anstellst. Also stell dir mal vor, Freddy Bobic hätte Jupp Heynckes als Trainer verpflichtet. Das ist ja eine Personale in einer ähnlichen Liga für viele Fans. So. Da musst du mit viel mehr Fingerspitzengefühl das Ganze kommunizieren. Ja. Und es geht auch gar nicht darum, dass die Fans, und das hat der Fanvertreter, ich weiß den Namen leider nicht mehr, aber der hat sehr klug geredet, das hat der auch gesagt, es geht gar nicht darum, dass die Fans irgendwie Entscheidungsgewalt fordern oder Mitsprache oder sowas. Das ist ja ganz klar, dass die handelnden Personen Entscheidungen treffen für den Verein, aber dass man bei Leuten, bei Personalien, die so emotional behaftet sind, und das hat ja jeder Verein, jeder Verein hat ja 2, 3 Leute, die du nicht vorstellen kannst, ne? als Mitarbeiter. Ja, klar. Wenigstens da musst du irgendwie vorher, muss es einen Dialog geben, und da muss dann klar sein, dass zumindest da zu einem gewissen Punkt die Interessen der Fans und dass die Emotionen der Fans irgendwie ernst genommen werden. Das muss eine offene Kommunikation auch sein, denn mich hat geärgert, dass sich selbst Möller nicht mal wirklich geäußert hat. Dass er, weißt du, ganz ehrlich, du kannst so viele Probleme zumindest
Wenn du sie nicht wegkriegen kannst, was okay ist, aber du kannst zumindest auf jemanden zugehen, du kannst zumindest auf die Fanszene zugehen und sagen, wisst ihr was? Ihr habt vollkommen recht mit dem, was ich da gesagt habe. Das ist in Nachbetrachtung unglaublich unsensibel gewesen. Absolut. Und da greife ich mir heute an den Kopf. Wenn du allein diese Kommunikation so anstößt, ne? Egal, ob er das jetzt intrinsisch wirklich in sich selbst fühlt oder ob er das nur macht, aber allein, dass er es dann macht und dass er es mit einer gewissen Ernsthaftigkeit macht, würde für ein Aufeinanderzugehen durchaus helfen. Das Problem ist halt jetzt, dass ich das Gefühl habe, dass da eventuell das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, ne? Weil du hast jetzt so verhärtete Fronten. Jetzt brauchst du brauchst du nicht mehr machen. Peter, Hauptsache, also besser als gar nicht machen, das will ich schon sagen, aber es muss auf jeden Fall ein Dialog passieren. Aber es ist schon so, dass da die Fronten mir persönlich sehr verhärtet vorkamen. Also Peter Fischer hat in seiner Rede gesagt, meine Tür ist immer offen. Ja. Der Fanvertreter dann später sagte, ja, unsere Tür ist auch immer offen, nämlich raus aus Eintracht Frankfurt für Andreas Müller. Wow. Also das war schon sehr, sehr deutlich. Das ist schon ein deutliches Statement. Und da ist halt die Frage, okay, lässt sich das kitten oder nicht? Ja. So, ne? Und da wäre ja wirklich für das Innenleben so eines Vereins, wäre das absolut zuträglich. Und das hat sich Peter Fischer dann gewünscht. Zumindest so eine Art stille Akzeptanz oder sowas oder so eine Art Verständnis füreinander aufzubringen. Da gehören dann natürlich beide Seiten zu. So, wie das funktionieren soll, weiß ich nicht. Ja, genau. Aber das hätte nur funktioniert, wenn das, was ich eben alles schon ausgeführt habe, passiert wäre. Dann hättest du es vielleicht erreichen können. Also das Minimalziel, es gibt mit Sicherheit Teile der aktiven Fanszene, die das niemals akzeptieren werden, die du aber zumindest mit den Maßnahmen, die ihr vorhin beschrieben habt, still bekommen hättest vielleicht. Ja. So zu sagen, okay, keine Ahnung, so der Großteil... Ist ein bisschen argwöhnisch, aber gut, ist es jetzt kein Thema mehr. Mal, lass den mal machen und schauen, was passiert. Ja. Durch diese wirklich mit der Tür ins Haus fallende Art und Weise, wie der hierher gekommen ist, wie du es gesagt hast, das ist ein super Vergleich mit Jupp Heynckes. Stell dir mal vor, Jupp Heynckes wäre hier Trainer. Das ist natürlich ein guter Trainer. Ja. So, also das ist rein sportlich, wenn du wirklich alle Emotionalitäten außen vor lässt, wäre das für die Eintracht ein guter Coach, so aktuell. Aber das kannst du ja nicht machen. Und das ist mit Möller genau das Gleiche für eine Position, die jetzt auch nicht diese Tragweite hat, wo du denkst, okay, das ist elementar. Natürlich ist das eine sehr wichtige Position, aber es ist nicht so, dass du denkst, ohne Andreas Möller geht ja alles wir kaputt. Hier nicht weiterarbeiten. Ja, genau. So, also das ist dieses Ding. Du machst den Laden zusammen. Hey, also, egal, wann er aufsteht und wann er nach Hause geht, man weiß nicht, was er dazwischen macht. Ohne Scheiß, wenn er die ganze Zeit... Ich kann auch morgens mich irgendwo wie George Costanzo ins Büro gehen, dann lege ich mich unter den Schreibtisch und gehe abends nach Hause. Ja, ich kann auch die ganze Zeit... Der Basti, was ich kann sagen. Ich kann auch die ganze Zeit auf YouTube rumhängen, das kriege ich auch irgendwo 12, 13 Stunden. Das heißt aber nicht, dass ich effektiv irgendwo Arbeit gemacht habe. Ne? Aber also, wollen wir ihn trotzdem auch nicht unterstellen. Nein, genau, das ist auch das Ding. Im Endeffekt geht es wirklich, wie wir es immer sagen, bei Moppes, Pets und jetzt wieder, es geht um die Kommunikation, Leute. Ja. Es geht so ein bisschen einfach, und selbst wenn es so geheuchelt ist, um... geheuchelte Empathie gegenüber Leuten, die du vielleicht nicht verstehst. Ja. Du kannst ja dann die Tür zumachen und sagen, hier Andi, scheiß auf die, die sind blablabla, bla, bla, die Krakeler und blablabla, bla, bla, mach keine Arbeit. Wenn die Tür aber aufgeht, sag ganz kurz, ja, ich verstehe das mit dem Böller, das ist für euch emotional. Ja, man kann es ja auch optimaler machen. Dann soll Andreas Möller ein wachsweiches Statement rausbringen, was Marvin gerade... Das ist doch also, das Einmaleins heutzutage. Ja. Jeder schmierige Lokalpolitiker kann das besser kommunizieren als die Eintracht. Ja, ja, und man kann sich aber tatsächlich sogar auch das ernst nehmen und man kann sich auch vielleicht versuchen, ein bisschen reinzufühlen. Das wäre sogar eine optimale Lösung in diese ganze Sache. Vor allem gibt doch Leute im Verein, die das... Ja. Hellmann muss das doch wissen. Ja, genau. Und das ist halt Hellmann richtig. Ist mit der Eintracht verbandelt, seit er irgendwie denken kann. Ja. Der stand wahrscheinlich selber irgendwann mal auf hat der Tribüne und hat gesagt, ey, was bist du für einer? Ja, genau. Und das ist halt so das Ding. Aber du hast eben einen anderen Punkt angesprochen, bevor wir gleich nochmal auf die abschließenden Themen der Mitgliederversammlung zu sprechen kommen, würde ich nochmal ganz kurz einen Einwurf machen. Moppes Pet hat die ganzen letzten Tage, zumindest am Samstag direkt vor dem Spiel, auch so die Fanszene ein bisschen bewegt, weil er nicht mehr Torwarttrainer ist. Eine rein sportlich durchaus verkraftbare Lösung, würde ich behaupten. Ja, ich denke, es gibt... also er ist nicht unersetzlich. Die Situation, der Zeitpunkt war natürlich ein bisschen merkwürdig. Stefan, wie hat man das denn so mitbekommen? Du warst, wie gesagt, in der Presse, auf der Pressetribüne. War das da ein Thema? Ja klar, das war ein ganz bestimmtes Thema. Zum Zeitpunkt, also das war sicherlich so nicht geplant. Das war einfach der Tatsache geschuldet, dass die Kollegen von Wiesbadener Kurier das halt vorher irgendwo rausbekommen haben. Ja. Ist ja auch also legitim, haben es veröffentlicht, ist alles super, ist ja genau deren Job. Dann war aber natürlich die Eintracht so ein bisschen in der Bringschuld, das auch zu kommunizieren, weil sonst stehst du da, hast ein Bundesligaspiel, hast 50 Journalisten am Start, die alle halt wissen wollen, was los ist. Ist ja auch alles ein bisschen wackelig gerade, ist nicht so, als wäre alles solid rock. Also dementsprechend, der Zeitpunkt war so sicherlich nicht rock bekannt. Solid übrigens. Da kann ich mir gut vorstellen, dass sie das eigentlich halt unter der Woche machen wollten oder so, in Ruhe. Also das war ja anscheinend Thema schon seit dem Sommer und was man so hört und was jetzt auch in der Presse zu lesen war, ist es ja schon auch so, dass es initiativ
von den Torhütern auch ausging. Also das, das ist... Echt, ja? Ja, dass es schon hieß, man sei da nicht so richtig zufrieden gewesen oder die Torhüter seien nicht so richtig zufrieden gewesen mit dem Training. Okay. Es sei ein bisschen eintönig gewesen. Ich meine, Moppes Petz ist halt natürlich auch ein ziemlich Althauer, der Torwarttrainer. So, ne? Der ist ja irgendwie Mitte 60 oder was auch immer. Ja, so. 58. Ja. 58, so, der prügelt da halt zweimal am Tag für zwei Stunden den Torhütern die Bälle um die Ohren. Und ich glaube, Innovation ist da nicht. aber auch da natürlich wieder die Kommunikation ist schwierig, weil das wirkt dann alles nach außen ein bisschen so kurz mal einen abgesägt, der seit 10 Jahren da ist. Das ist natürlich unglücklich. Es ist ein bisschen unglücklich, gerade wie gesagt, der Zeitpunkt ist, hat mir nicht wirklich gepasst. So, ich meine, was habe ich dazu bestimmen? Aber ich finde es einfach unglücklich, dass du das zwischen kurz vor dem Spiel machst, was eine gewisse Relevanz hat. Und auch da, wie gesagt, es geht um die Kommunikation, man hätte es besser lösen können. Dass er ist fast seit 10 Jahren dort gewesen bei der Eintracht. Auch die Tatsache, dass es jetzt Holter die Polter relativ passiert ist, muss man wahrscheinlich auch immer kreiden, weil ich glaube, es wurde eher gesagt, hier, wir planen zur neuen Saison. Mit einer anderen Position weiterzumachen, mit einem anderen Menschen. Das hätte man vielleicht von beiden Seiten besser lösen können. Man muss jetzt sagen, jetzt ist Zimmermann der neue Torwarttrainer. Ob das jetzt die Lösung ist, wir wissen, dass er viel im Jugendbereich schon bei der Eintracht immer da war, schon auch viel mitgemacht hat, immer bei den, auch ein sehr kommunikativer Typ ist, mit vielen Leuten gut klarkommt, das ist alles positiv. Ob er jetzt derjenige ist, der die Innovation in den Torhüterladen bekommt, I don't know. Das ist das, was sie sich versprechen auf jeden Fall. Das war ja ganz offensichtlich in der Pressemitteilung und auch in dem Gespräch da mit Freddy Bobic nach dem Spiel. Da war das genau der Grund, dass sie sich neue Impulse wünschen. Und in der Pressemitteilung, glaube ich, hieß es irgendwie Innovationen und neue Methoden. Und das ist, finde ich, tatsächlich, also Moppes Petz in allen Ehren, das finde ich aber gar nicht so illegitim. Nein, also, das auf gar keinen Fall. Das brauchst du ja tatsächlich einfach auf allen Positionen so. Wenn du ein fortschrittlicher, guter Verein sein willst, dann geht es ja genau darum, dass du auf irgendwelchen Positionen halt Dinge zum gewissen Punkt ausreizt. So. Das darf natürlich nicht auf Kosten gehen von so einer grundsätzlichen Menschlichkeit in so einem Verein. Und vor allem halt auch, es muss fair passieren und es muss gut kommuniziert werden. Und das sind alles Punkte, wo ich nicht so genau weiß, ob das gut ist. Aber wir wissen noch nicht das Gegenteil. Also wenn ich sagen muss, über Fußball 2000 haben wir schon drüber gesprochen. Ja. Da war ich sowieso schon Team Bobic in dieser Causa. Ja. Zu sagen, diese Professionalisierung, Jan Zimmermann nehme ich tatsächlich auch, wenn man ihn so im Umfeld so trifft, bei Veranstaltungen nehme ich ihn als sehr, sehr interessierten, sehr, sehr offen. Ist ein guter Typ einfach. Ist ein guter Typ, der auch viel auf Netzwerkveranstaltungen ist, der sich viel so mit Technologie auch beschäftigt. Ja. Also ich habe ihn jetzt 2-3 Mal irgendwo getroffen. Das ist auf jeden Fall einer, dem ich zutraue. Dass ist auch kein Dummplatz, muss man auch sagen. Ja. Er ist auch sozial kompetent, glaube ich. Ja. Er ist auch sehr beliebt in der Mannschaft. Ja. Genau so. Also das ist für mich eine Ideallösung. Ein junger Torwarttrainer. Moppes Petz ist nämlich für mich genau das Gegenteil. Ich habe das damals schon nicht verstanden, als er geholt worden ist. Und wenn es so war... Ja, hört mal den Podcast von 2011. Wenn es so war, dass die Eintracht da überhaupt keine Finger im Spiel hat, im Sinne von, dass das jetzt rausgekommen ist oder dass es so schnell ging... Was willst du da einfach für einen Vorwurf machen, wenn irgendeiner aus dem Umfeld von Moppes Petz, das in Wiesbaden Nachrichten, ist jetzt auch nicht für mich das absolut renommierteste Medium, wenn über die Ecken Wiesbaden, das ist ja diese Connection. Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Weißt du, du hast ja diese Connection. Hübner Wiesbaden, Moppes Petz Wiesbaden, das war damals, haben sie, wenn das irgendwie wahrscheinlicherweise eher von der Moppes-Seite bei dieser Zeitung sehr landet, habe ich nicht drüber nachgedacht. Dann kann die Eintracht da nichts dafür. Nee, dann ist die Eintracht quasi in diese Bringschuld gemacht worden, schnell das zu machen. Und dann wirkt das natürlich sehr, sehr kalt. Ja. Aber ich bin hier tatsächlich, nach der Information, die du mir jetzt gerade noch gegeben hast, bin ich noch mehr als gestern bei Fußball 2000 noch mehr der Meinung, dass das hier komplett gut von Eintracht war. Sorry. Ja, okay. Ja, Zeitpunkt und so weiter ist halt unglücklich. Aber dass man tatsächlich versucht, sich auf vielen Positionen auch rund um die Mannschaft halt professionell aufzustellen, sehe ich kein Problem. Also ich meine, für mich ist es halt so, ich habe jetzt Zimmermann natürlich jetzt nicht als, ich weiß noch nicht, welche Methoden er anschlägt. Das müssen wir jetzt alles erstmal abwarten. Ne? Natürlich, wenn du in der Bundesliga einen Torwarttrainer wechselst, dann musst du ja denken, okay, da kommt jetzt auch nur die nächste große Nummer, die Verbesserung. Aber man muss ja bei Zimmermann zumindest sagen, dass er von allem, was wir hier gerade dargelegt haben, zumindest sehr interessiert an Neuerungen ist, zumindest an neuen Technologien und so weiter, sich fortbilden will. Vielleicht ist das auch ein Punkt, der bei Moppes Petz bei bald 60 vielleicht gar nicht mehr so vonstatten geht. Das ist ja auch genau das Ding, wo Boric so drauf abfährt. Ja. Hat er diverse Mal schon gesagt, dass er Mitarbeiter haben will, die von sich aus initiativ versuchen, sich weiterzubilden und so weiter. Ja. Wenn das bei Zimmermann, ich meine, muss man natürlich abwarten, wie das jetzt läuft und so, aber wenn das bei Zimmermann der Fall ist und er einer ist, der ist ja seit seiner Kindheit bei der Eintracht quasi, dann hast du quasi auch eine Integrationsfigur. Positiv sind wir diesmal. Ja, genau. Auch ein Kind der Eintracht quasi, auch noch, der lange hier irgendwie gespielt hat, seine Knochen hingehalten hat so und jetzt auch noch eventuell so ein Paket mitbringt, wo er irgendwelche Innovationen da in seinem Feld einfließen lässt.
Schauen wir mal. Genau. Ich würde sagen, was ich mir noch abschließend trotzdem wünschen kann, ist, dass Moppes Petz einen schönen Abschied nochmal bekommt. Auf jeden Fall. Trotz allem, was passiert ist, er war fast 10 Jahre da. Irgendwo auch im Gesicht der Pokalsieger-Mannschaft, allein aufgrund seiner wunderbaren Gesänge, die er da abgestimmt hat. Aber das kann man ja machen. Das sollte man tun. Das finde ich, sollte man auf jeden Fall tun. Das ist halt das, was da sehe ich eigentlich eher das Problem, dass man das Gefühl hat bei der Eintracht, dass da immer mal wieder jetzt in regelmäßigen Abständen irgendwelche Leute abgesägt werden und das auf eine Art und Weise, die man sicherlich ein bisschen menschlicher, feierlicher hinbekommt. Ja, so, genau. Einen letzten Punkt noch und dann machen wir nämlich den Laden vorher. Da muss ich auch noch was dazu sagen, okay, weil dieser Vorwurf steht mir zu latent im Raum gegenüber der Eintracht. Wir wissen doch nicht, ob diese Art und Weise, die du gerade gefordert hast, nicht auch von den Betroffenen abgelehnt wurde. Vielleicht war Alex Meyer damals derjenige, der bockig reagiert hat. Das hat man bei Meyer doch sogar mitbekommen. Also was willst du denn jetzt machen? Ja. Naja, ich weiß nicht. Es war in letzter Zeit halt, in den letzten zwei, drei Jahren oder so, hast du irgendwie so Falkenhayn ist weg. So, dann Graz wird nach Amerika versetzt. Da ist gut, da weiß man nicht so genau. Da kann gut sein, dass er da Bock drauf hat und so. Jetzt Pets, dann vor ein paar Wochen der Physio, der auch relativ beliebt war bei der Mannschaft und so. Ich muss jetzt nicht jeden mit einem Empfang adeln und so und vielen Dank für deine Arbeit und so, aber ich habe du weißt doch nicht, woran das scheitert, das meinte ich doch nur. Ich finde, dass wir das nicht bewerten können, weil du nicht weißt, an wem das scheitert. Derjenige, der gefeuert wird in dem Fall, muss ja auch mitspielen in diesem, okay, wir nach außen zeigen Harmonie und das wird jetzt eine runde Nummer. Ja. Vielleicht sind die auch beleidigt gewesen, weil die halt weggehen müssen. Das ist ja auch eigentlich eine menschliche Reaktion. Ja. Wenn man zu dir kommt und sagt, ey, das ist nicht mehr zeitgemäß. Das ist ja für Ältere oder für andere Menschen auch nicht so leicht zu akzeptieren. Vielleicht kommt von denen dann auch gar nicht dieser Impuls zu sagen, dass das überhaupt möglich wäre. Ja. Ich will es nur als Möglichkeit in den Raum werfen. Das mag sein, hast du völlig recht. Ja. Aber ich hatte jetzt halt 3, 4, 5 Mal das Gefühl, dass man das eventuell ein bisschen galanter lösen kann. Kann ich nachvollziehen. Man muss halt auch genauso sagen, ich finde es gut, dass Basti nochmal diesen Punkt gebracht hat. Du hast in der Physio eben angesprochen, Stefan. Da ist es ja so, das ist ja der Stubner. Da muss man auch sagen, der hat persönlich eine andere Verschiebung, Interessenverschiebung, okay. Familie und so weiter und so fort. Der ist gar nicht... Ich kenne den so ein bisschen, weil er auch aus der Gelnhäuser-Ecke kommt. Der ist gar nicht so unglücklich damit. Ich glaube, der macht jetzt auch bald noch die U21-Nationalmannschaft immer mal wieder. Okay. Ne? Und hat ja seinen Arbeitsmittelpunkt, genauso wie sein Lebensmittelpunkt, auch im Main-Kinzig-Kreis. Und ist auch froh, dass er nicht mehr so oft rumreisen muss. Und finanziell läuft das dann trotzdem. Und das heißt, es ist ein zweischneidiges Schwert. Ob der trotzdem in dieser Kommunikation vielleicht nicht ganz glücklich war, kann sein. Ne? Aber man sieht dann auch die positiven Seiten. Also insofern, wir wissen es nicht genau. Naja. Aber es ist trotzdem, auf was man es runterbrechen kann, ist, dass die Kommunikation vielleicht insgesamt auch auf ein bisschen menschlicher passiert, trotzdem weißt du nie, wie die andere Seite tickt. Ich glaube, wir haben das aber jetzt, glaube ich, schon mehrschichtig betrachtet. Finde ich sehr gut. Ein letzter Punkt noch, weil wir müssen nämlich gleich den Laden hier zumachen und wieder arbeiten. Eine Sache noch, und zwar geht es darum, die Sache mit dem Stadion sieht mittlerweile ein bisschen besser aus, so wie ich das mitbekommen habe, weil die Eintracht 80% der Einnahmen, die dann reinkommen, gehören ihnen. Genau. Ne? Ist richtig, 20% müssen weiter an die Stadt abgedrückt werden. Das heißt aber auch gleichzeitig mehr Kontrolle über die Konzerte, die da stattfinden. Quasi fast komplett Kontrolle. Ja, und auch neue Caterer mitbekommen. Ja. Grundsätzlich erstmal eine positive Sache, gerade auch, weil die Bestuhlung, ja, beziehungsweise die Sitzschalen, dann in Eintrachtfarben passieren. Ja, einiges, ne? Also die wollen das sehr viel mehr in Eintrachtfarben branden. Das hat Hellmann auf der Mitgliederversammlung auch gesagt, also das soll richtig nach Eintracht Frankfurt aussehen und nicht mit blauen Sitzschalen und gelben Schriftzügen oder so, sondern halt... Ich meine auch von vornherein auf jeden Fall. Blau ist jetzt auch nicht die Frankfurt-Farbe tatsächlich. Das insgesamt klingt das alles relativ gut, also von außen. Es ist weniger Miete als vorher, plus du hast halt jetzt 80% der Einnahmen. Ja. Also, das heißt, ich kann quasi, jetzt sagen wir mal im übertriebenen Sinne, ich kann mit dem Namensrechteverkauf eigentlich die Miete schon zahlen. So. Das klingt danach, also Hellmann meinte... Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber auf der Mitgliederversammlung, das ist ein extrem guter oder ist ein sehr guter Deal für Eintracht Frankfurt und alleine mit den Einnahmen oder so hast du die Miete locker. Okay, das wäre so. Schon mal ein Fortschritt. Ja, das ist richtig gut. Ja, vielleicht kannst du aber trotzdem fast mehr Mitbestimmungsrecht, wer dann auch seine Konzerte dort abhält. Ne? Also vielleicht auch zu ungünstigen Zeiten. Keine Madonna-Konzerte mehr. Vielleicht Madonna wahrscheinlich. Vielleicht auch kein Freiwild mehr. Nein. Tatsächlich. Wo man drüber nachdenken kann, ne? Keine Ahnung. Ohne dass man jetzt. Also ich möchte den Eintracht-Podcast live machen? Ja, genau. So. Also, ich meine, ne? Das würde ich einfach nicht machen. Dann würde ich einfach lieber Freiwilligkonzert machen. Ja, wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Schon die nächsten 10 Jahre abgeschlossen. Aber gut, aber trotzdem ist es ja vom Grundsätzlichen her eine ganz coole Sache. Ich denke, darauf kann man aufbauen. Ne? Auf jeden Fall, ja. Okay, ich würde sagen, wir haben es jetzt. Liebe Leute, schreibt mal, wann ihr noch irgendwie was wissen wollt, beziehungsweise wie es die nächsten Wochen weitergehen soll. Und wir sind bei Twitter ja auch aktiv.
Gegen wen hat Marco Gebhardt einen großen Akzent gesetzt, lieber Stefan? Ja, kannst du dich dran erinnern? Gegen Kaiserslautern hat er das 3-1 geschossen, wenn ich mich nicht irre. Was die Leute jetzt nicht sehen, er stellt es gerade hier nach. Wir müssen ihn jetzt ins Krankenhaus bringen. Und damit beenden wir die Sendung. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Eintracht!